Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Ja, in der letzten Aufnahmesession sind wir in Avernus angekommen, in der ersten der neuen Höllen, und müssen uns mit Dämonen rumschlagen. In den Basaltwänden sind Türen aus Stahl geschmolzen im Antlitz einer verdammten Seele. Wenn man auf die Tür schaut, erhascht man einen flüchtigen Blick auf den Schrecken, den Avernus denen bietet, die darin verloren sind. Ja, in Neverwinter Nights 1, der zweiten Expansion, landet man in der achten Hölle. Die finde ich irgendwie einladend, auch wenn sie eigentlich viel, viel kälter ist als dieses Inferno hier. So, dann gehen wir mal rein und gucken, was uns drin erwartet. Die Schreie der Verdammten sind im Basaltturm nicht zu hören, aber der Madengestank überwältigt einen dort fast. Mit jedem Atemzug dringt er in den Körper. Der stechende Geruch brennt in den Lungen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh. Und hier ist noch ein Wesen. Ja? Danera, mach's mal sichtbar. Wie kann ich helfen? Okay. Was, ein sterbliches Wesen wagt es, mich hier anzugreifen. Euer Hybris hat euch eure Vernichtung ausgeliefert. This isn't working. We have to try something else. This isn't working. We have to try something else. Hi there. Yes? Right. Huh? Okay, schwer verletzt ist schon mal gut. I'll recover. Hold your attack and I will do the same. Wartet, greift nicht an, dann werde ich es euch gleich tun. Ihr glaubt nicht im Ernst, ich würde auf so etwas reinfallen, oder? I thought you were intruders in my home. But this isn't the abyss. This is Avernus. Ich dachte, ihr wärt in mein Heim eingedrungen, aber das hier ist nicht der Abyss, das ist Avernus. Und das macht jetzt einen Unterschied. Ihr seid ein schlauer Dämon. Es hat nur einen Schlag auf den Kopf gebraucht, dass euch auffällt, wo ihr seid. I could not have planned this better myself. I thank you, mortal, for giving me access to the inner domain of a hated rival. Aha, ich hätte es selbst nicht besser planen können. Dank euch, Sterblicher. Ich danke euch, Sterblicher, dass ihr mir den Zugang zur inneren Domäne eines verhassten Rivalen ermöglicht habt. Ich erfülle dem Mund keinen Gefallen. Über die Dankbarkeit des Ungetüms freue ich mich immer. I shall take my leave of you. There are many plans I have to foil, many preparations to ruin. Take this blade as my gift. Treat it well. A boon from my kind is rare. Ich werde euch nun verlassen. Es gibt viele Pläne, die ich zu durchkreuzen habe, viele Vorbereitungen zu ruinieren. Nehmt diese Klinge als mein Geschenk. Behandelt sie gut. Eine Gabe meines Volkes ist selten. This isn't working. We have to try something else. Als ob ich dich jetzt einfach entkommen lassen würde. Okay, ich bin immer noch eingefroren. Be direct. You want me? You're mine. Okay. Yes, Abel. Manus potentis parum. Okay, das hat leider nicht gereicht, um mich zu. Vita mortis. This is the most fun I've had in years. Vita mortis. I am yours to command. Vita mortis. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Dann wollen wir mal nach oben fahren. Sieht jedenfalls aus wie ein Aufzug.
Im Zentrum des Bad Santum hängt ein Eisenkorb über einem schattigen Abgrund. Vier massive Ketten führen vom Rost nach oben in die Dunkelheit. So unheilvoll oder noch unheilvoller wie die darunter. Everyone stay alert. We don't know what we're heading into. Bleib wachsam, wir wissen nicht, wo wir uns hineinbegeben. Char, I beg you. Look down upon your humble servant and protect her. Char, ich bitte euch, wacht über eure bescheidene Dienerin und beschützt sie. Sweetheart? Okay. This tower will crumble beneath the might of Ilkhan, assuming we ever escape this infernal shaft. Dieser Turm wird unter der Macht von Ilkhan zusammenbrechen, vorausgesetzt, wir entkommen jemals diesem verfluchten Schacht. Okay. Wie kann ich helfen? Dorn ist auch zuversichtlich. Mhm. Und den Göttern wenig bin es leid, mich so hilflos zu fühlen. What's up, Butter? No problemo. Yes, dear. Your orders? Au. Worum, wie ihr wollt. Höllenkatzen. Nowhere to go but up. That would make for a pleasant change of pace. Es geht nur aufwärts, das wäre eine angenehme Abwechslung. Oh, und ein roter Abishai. Okay, jetzt würde es nur noch nicht schaden, wenn Safana wieder normal werden würde. Your need. Speak. Das hier könnte übrigens auch helfen. So, Massenschutz vor dem Bösen. Do you seek to see me imprisoned or killed? Keep our profiles more discreet then. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt oben an. Du weißt doch, was ich will, Belefet. Lass ihn frei. Okay. Hi. Just in time to witness the fall of Kalar Argent. Belefet. Ah, das Kind vom Bar. Seid willkommen. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Fall von Kalar Argent mitzuerleben. Was geht hier vor, Kalar? Damn you, Heffernan! It was your treachery that brought me to this. Seid verdammt, Heffernan. Euer Verrat hat mich dazu gebracht. Mein Verrat und eure ganz strahlende Dame. This is the secret of Kalar's crusade.
There is only one soul in Avernus Kalar has ever cared for. Her uncle on Argent, a man who sacrificed all to save her. Dies ist das Geheimnis von Kalars Kreuzzug, Brennoir. Es gibt nur eine Seele in Avernus, die Kalar jemals wichtig war, die ihres Onkels Orn Argent, der Mann, der alles opferte, um sie zu retten. Ist das wahr, Kalar? Der Kreuzzug ist das Blut, was er angerichtet hat. Der Tod und die Zerstörung, die er hinterlassen hat, all das für einen Mann? Ich dachte, Kalar hätte die Schwertküste ins Chaos gestürzt. Nun wurde der wahre Bösewicht entlarvt und er wird für seine Niedertracht bezahlen. Wartet nochmal von vorne. Aun hat sich für Kalar geopfert? So long I was trapped here, unable to reach the material plane. And then this child walked willingly, blindly into my domain. No mere mortal either, but an Azimar. And an Argent. And mine. All mine. Solange war ich hier gefangen, konnte die materielle Ebene nicht erreichen. Und dann lief dieses Kind bereitwillig blind in meine Gefilde. Kein bloßer Sterblicher, sondern Asimau und ein Argent. Er gehört mir, mir allein. Ich weiß nicht, welche Lügen Kalar hergebracht haben. Belifet. Und es interessiert mich auch nicht. Den Teufel hinter dem Kreuzzug wurde entlarvt und ihr werdet für das Leiden an der Schwertküste bezahlen. Wenn sie zu euch gehört, wie kann sie dann jetzt gegen euch kämpfen? Und dann nehmt sie, löscht das Licht der strahlenden Dame für alle Zeiten aus. Ich werde wegen ihr keine Tränen vergießen. Nehmen wir die zwei. I offered him my soul in exchange for my nieces. You should not have returned here, Kalar. I hoped, I prayed you would learn from your mistake. That time would bring you wisdom and humility. Ich bot ihm meine Seele im Austausch für die meiner Nichte an. Ihr hättet nicht hierher zurückkehren sollen, Kalar. Ich hoffte, ich betete, ihr würdet aus euren Fehlern lernen und dass die Zeit euch Weisheit und Demut lehren würde. All in vain. She never forgot her uncle's sacrifice, never forgave herself for his loss, and never stopped seeking a way to restore him. Alles umsonst. Sie hat nie das Opfer ihres Onkels vergessen, hat sich selbst nie seinen Verlust vergeben und hörte nie auf, nach einem Weg zu suchen, ihn zurückzuholen. And so I have a ball spawn to add to my collection. You, on Argent, Kalar, all will be part of my menagerie of souls. Und so habe ich eine Ballbrut, die ich meiner Sammlung hinzufügen kann. Ihr, Aun, Argent, Kalar, all das wird Teil meiner Seelenmenagerie sein. You have defeated me. I see that now. But consider a moment the ways I might be of use to you. Ihr habt mich besiegt, das sehe ich jetzt ein, aber überlegt euch einen Moment, ob ich euch nützlich sein könnte. Kalar, no! Do not do this! Kalar, nein, tut das nicht. You would serve me, Kalar, Argent? You would be a blackguard in service to Belifet? Ihr würdet mir dienen, Kalar Argent. Ihr werdet ein finsterer Streiter im Dienste von Belifet. Nein, Kalar, so tief könnt ihr nicht gesunken sein. Kämpft mit mir. Belifets Tod wird der erste Stein sein, der euch auf dem Pfad zur Erlösung gelegt wird. Nein, sie hat euch bisher gut genug gedient. Ob finsterer Streiter oder nicht, ihr Schicksal war besiegelt, dass ihre Männer die Waffen gegen mich richteten. Everything I've done has been your will, Belifet. I should rather face the truth than live in ignorance. Free my uncle, and I will be your faithful servant. Alles, was ich getan habe, geschah nach eurem Willen, Belifet. Ich sollte mich lieber der Wahrheit stellen, als in Unwissenheit zu leben. Befreit meinen Onkel, ich werde euer treuer Diener sein. Oh, my child, please, please don't do this. Oh, mein Kind, bitte, bitte tut das nicht. But I humbly beseech you, Lord Belifet, grant your servant one other boon. Destroy Heffernan. Ich bitte euch demütig, Los Belifet, erfüllt eurem Diener einen weiteren Wunsch, vernichtet Heffernan. An Argent as my blackguard. Very well, Kalar. I shall do as you ask. And you shall do as I command. Forever. Eine Argent als mein finsterer Streiter. Nun gut, Kalar, ich werde tun, was ihr von mir verlangt und ihr werdet tun, was ich euch befehle, für immer. Master, no! You cannot just cast me aside! No, Kalar. My servant. Prove yourself. Your journey is at an end.
Look upon my visage and see that I am your doom. Okay. Hier läuft's jetzt richtig interessant dann ab.